Was wir hier zeigen, ist eine kleine Übung, um die Leute beizubringen, dass man mit beiden Augen aufschießen sollte. Ja? Das heißt, wir haben vorne die Visierung abgedeckt. Das ist einfach ein kleines Stück Papier. Und so kann man halt die Leute beibringen, dass man mit beiden Augen aufschießen sollte. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt reinschauen, da sehen wir halt nicht durch, wir sehen, sondern nur den Punkt. Ja? Und das heißt, wenn man jetzt durchschauen würde, dann könnte man linke Auge Ziel sehen und rechte Auge sieht den Punkt. Und das Gehirn sorgt selber dafür, dass die Infos zusammenkommen. Ja? Das heißt, wir empfehlen keine so zu schießen, aber 30-40% von den Schützen könnte tatsächlich auch so schießen. Aber das ist eine sehr gute Übung, um die Leute beizubringen, dass man mit beiden Augen aufschießen sollte. Ja? Das heißt, wir versuchen jetzt mit das zu schießen, um zu schauen, ob es für mich funktioniert. Also ist zu, aber man kriegt es selber hin, die Infos von beiden Augen zusammenzuarbeiten und so kann man halt auch zugedeckt vorne schießen. Ja? Das heißt, das ist eine sehr leichte Übung, das ist einfach ein Stück Papier und so kann man halt das abdecken. Hier sehen wir jetzt durch, das ist der Punkt und da kannst du halt sehr leicht die Leute wirklich der große Vorteil beibringen, wieso man mit beiden Augen aufschießen soll.